Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video habe ich drei wertvolle Tipps für dich, wie auch du deine spirituellen Talente entfalten kannst. Interessiert dich das Thema? Dann hey, komm mit mir auf den Flipchart. Wir sehen uns im Video. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video habe ich, wie versprochen, drei wertvolle Tipps für dich, wie du deine spirituellen Gaben und Fähigkeiten entwickeln kannst. Dieses Thema ist durchaus relativ wesentlich. Ich habe da schon einen freien Vorlog zum Thema aufgenommen. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Wenn ja, schau ihn dir einfach nach diesem Video an. Denn auch er enthält viele unglaublich spannende Hintergrundinfos, ja, die du dir keinesfalls entgehen lassen solltest. So, du findest den Link zu dem Vorlog übrigens auch in der Videobeschreibung. So, in diesem Video steigen wir sogleich ein in die Thematik und fragen uns, hey, du hast spirituelle Gaben und Fähigkeiten? Oder bist du nicht sicher, ob du welche hast? Was du tun kannst, um dir erstens Klarheit zu verschaffen und zweitens diese spirituellen Gaben und Fähigkeiten entwickeln zu lernen, das will ich dir in diesem Video zeigen. Also, steigen wir gleich in die Materie ein. Ich habe es hier ein wenig für uns vorbereitet. So, damit ich dir das einfach hier chillig präsentieren kann. Und zwar, der erste Schritt, wenn du deine spirituellen Gaben, deine Talente entfalten möchtest, ist natürlich, dass du unbedingt herausfinden musst, was denn deine konkreten Gaben sind. Spirituelle Fähigkeiten gibt es viele, ja. Diese spirituellen Fähigkeiten sind nun sozusagen nicht aus der Luft gegriffen. Sie sind keine willkürlichen Annahmen, sondern sie kommen aus dem kollektiven Gedächtnis der Menschheit heraus. Das heißt, wir können im Rahmen unseres eingeweihten Verständnisses durchaus davon ausgehen, dass es in irgendeiner Zeitstufe, in irgendeinem Yoga, in irgendeinem Zeitalter, in irgendeinem Äon tatsächlich Menschen gegeben hat oder Wesen gegeben hat, die diese oder ähnliche Fähigkeiten besessen haben. Bloß, was die konkreten Geistesgaben betrifft, wissen wir, dass es Menschen gegeben hat, dokumentierterweise, die diese Fähigkeiten besitzen oder besessen haben. Ganz bekannt davon sind zum Beispiel alle Geschichten, die mit Heilungseffekten oder heilsamen Effekten auf Körper, Geist und Seele zu tun haben. Diese heilsamen Effekte können natürlich im Rahmen zum Beispiel einer Reiki-Anwendung oder einer humanenergetischen Anwendung beinahe in jeder größeren Stadt im Westen sozusagen am eigenen Leib ausprobiert und erfahren werden. Und es lohnt sich echt herauszufinden, ob diese Dinge denn tatsächlich funktionieren. Das kannst du auch bis zu einem gewissen Grad über Fernanwendungen realisieren. Denn jeder wahre Eingeweihte verfügt über Kräfte, die jenseits von selten Raum angesiedelt sind und die daher auch über die Distanz hinweg übertragen werden können. Das bedeutet also, dass diese Fähigkeiten angewandt werden können, sagen wir so, ja. Und du musst nicht unbedingt immer gegenwärtig sein. Was aber natürlich erforderlich ist, ist, dass du deine Zustimmung, deine Einwilligung gibst. Denn niemand und nichts darf ohne dein Wissen und ohne deine Zustimmung einfach so in deinem Energiesystem herumexperimentieren. Also das würde schon mal gar nicht gehen, ja. Es ist logisch, es gibt auch starke Schutzmechanismen, die jeder von uns hat. Und es gibt auch tatsächlich Schutztechniken, die du auch gezielt trainieren und anwenden kannst. Eines davon ist das sogenannte Aura-Shield, das ich dir auch in einem anderen Video bereits näher erläutert habe. Hier in diesem Video geht es uns also stark darum, welche aktiven Kräfte du denn entfalten kannst. Diese Geistesgaben, diese geistigen Kräfte haben eben eine gewisse Kultur, eine gewisse Tradition aus dir herausgekommen. Was ich hier vorher bereits geschildert habe, die heilsamen Anwendungen für Körper, Geist und Seele, sind bei uns im Westen sehr, sehr stark als Reiki bekannt. Reiki ist dabei auch keine willkürliche Bezeichnung, sondern in asiatischen Ländern tatsächlich der Begriff, den sie nutzen, wenn es denn um die Anwendung von freier Geisteskraft im Wesentlichen geht. Also Rei ist der Geist und Ki ist die universelle Lebensenergie, die in allen Dingen immer schon am Wirken ist. Reiki ist in Summe auch der Name einer eigenen Frequenzstufe, einer sehr hohen, eigentlich der höchsten und heiligsten Frequenzstufe, die diese göttliche Urenergie in unserer äußeren Weltwirklichkeit annehmen kann. Deshalb harmonisiert das Reiki auch alle anderen Ki-Varianten, auch alle anderen Energievarianten sozusagen miteinander und bringt deshalb für uns als Menschen als positiven Effekt hervor ein Gleichgewicht zwischen den Kräften von Körper, Geist und Seele. Und das ist also jedem tatsächlich zu empfehlen, einfach für sich einmal eine Reiki-Anwendung zu buchen, um tatsächlich herauszufinden, wie sich denn sowas überhaupt anfühlt. Ob dieser Weg der Geisteskraft vielleicht auch für ihn ein guter Weg ist, den er auch gehen möchte, der ihn aktiv weiterbringen kann und vor allem, was denn auch diese Effekte sind, diese positiven, wohltuenden, entspannenden Effekte, die jeder von uns einfach sozusagen ausprobieren kann. Es gibt andere geistige Kräfte, die nun etwas abstrakter gehalten sind. Es gibt zum Beispiel Kräfte der Hellsichtigkeit. Es gibt Kräfte einer guten Intuitionsfähigkeit. Es gibt Kräfte, die zum Beispiel auf Geist-Materie-Interaktion gerichtet sind, also die sogenannten Kinesen. Hier gibt es unterschiedliche Stufen davon, welche Art von Kinese, das ist Geist-Materie-Interaktion, du sozusagen auch hervorbringen kannst. Für manche zum Beispiel ist also die Kinese von Rauch zum Beispiel eine ganz einfache Geschichte. Das kannst du mit jeder Zigarette theoretisch beliebig ausprobieren. Wenn jemand neben dir raucht, versuche einfach mal, den Zigarettenrauch in die eine oder die andere Richtung hin zu beeinflussen. Das kannst du auch zum Beispiel, keine Ahnung, bei uns im Westen oder bei uns in Österreich,
gab es eben die Tradition des Osterfeuers. Du konntest sogar so weit gehen, dass das Feuer dann gelöscht wird, ne? Dann so eine Rauchsäule sich bildet, ne? Zu versuchen, diese Kraft, diese kleine Geisteskraft zu nutzen, um eben den Rauch in die eine oder die andere Richtung sozusagen zu beeinflussen. Das Lustige ist, das funktioniert wirklich. Also kann ich jedem nur empfehlen, das auszuprobieren. Es gibt andere Chinesen, es gibt alle Chinesen, die mit allen deinem Tagkräften in Verbindung stehen. Es gibt Erdchinesen, es gibt Wasserchinesen, es gibt Feuerchinesen. Es gibt natürlich auch, was ich beschrieben habe, diese Rauchchinesen, ist eigentlich die Luftchinese. Ja? Ist allerdings ein bisschen eine Mischform, dadurch, dass der Rauch auch andere elementare Stoffe, gröbere elementare Stoffe, als nur die Luft in sich trägt. Aber all das sind so einfach kinetische Fähigkeiten, die Menschen bis zu einem gewissen Grad immer schon mitbringen. Das ist ein interessanter Punkt. Wieder andere Leute bringen andere Dinge mit. Sie sehen zum Beispiel ja, Lichterscheinungen, die andere nicht sehen. Die haben jetzt nun sozusagen keine psychischen Probleme oder was in dieser Richtung, sondern viele von ihnen sind tatsächlich einfach in der Lage, viel feinstofflichere Schwingungen eben wahrzunehmen. Das wäre im Endeffekt eigentlich wie eine Art von Superkraft, die jeder von uns entwickeln kann und die auch jeder von uns gezielt schulen kann. Manche können einfach relativ einfach auf die Astralebene kommen und von diesen Astralreisen ein absoluter Klacks, wo andere wieder Jahre dafür brauchen, diese Fähigkeit tatsächlich zu erlernen und zu erfahren. Wieder andere sind gute Träumer, das heißt, sie können gut einerseits von Dingen träumen, ja, die früher oder später wirklich geschehen. Das wäre eine Sonderform, sind die sogenannten prophetischen Träume. Sie haben aber auch die Fähigkeit, sich an ihre Träume sehr genau zu erinnern. Bloß, sie können in Träumen gezielt spezifische Orte oder Erlebnisse aufsuchen und sie noch einmal erleben. So ist es möglich, dass du dir tatsächlich, wenn du zum Beispiel in einer Prüfungsvorbereitung bist, das Wissen, das du für diese Prüfung brauchst, einfach noch einmal live vom Vortragenden in der Vorlesung zu holen. Du musst dich dafür nur in diese Vorlesung hineinträumen und kannst dann dieses Wissen beliebig für dich abrufen. Das ist zum Beispiel eine wunderbare Geschichte. Ich habe das einmal dafür genutzt, von einem chinesischen Meister eine kleine Einweihung in das Mysterium von Yin und Yang tatsächlich zu gewinnen, zu generieren. Dieser chinesische Meister, den habe ich dann im Traum in einem Schwimmbad, das mir sozusagen auch in der realen physischen Wirklichkeit gegenüber meines Hauses, meiner Wohnung sozusagen, ja, gebaut ist, ja, dort empfangen. Ja. Und das ist eine wunderbare Geschichte gewesen. Der hat mir anhand dieses Wassers einfach gezeigt, was denn das Yin ist, was das Yang ist und wie diese elementaren Urkräfte zusammenspielen müssen, um unserem körperlich-seelischen Gleichgewicht eben einen ausgewogenen, harmonischen Zustand herzustellen und ganz viele andere wunderbare Dinge noch mehr, die ich in einem einzigen Traum von diesem asiatischen Meister aus erster Hand erfahren habe. Und auch du kannst für dich diese Kraft tatsächlich nutzen. Oft ist es hilfreich, dass du dir tatsächlich vielleicht, wenn du diese spezielle Fähigkeit erlernen möchtest, auch einen physischen Anker setzt. Was ist ein Anker? Wir kennen das aus dem NLP, aber auch natürlich aus der angewandten Psychologie. Ein Anker ist einfach ein Ding, das dich sozusagen daran erinnert, einen bestimmten geistigen Zustand eigentlich für dich zu triggern. So, das kannst du zum Beispiel nutzen, indem du, auch wieder beliebt für Schüler und Studenten für Prüfungsvorbereitungen, tatsächlich dir ein Buch mit dem Lerninhalt, den du unbedingt für die Prüfung brauchst, unter das Kopfkissen zu legen. So, die träumen dann nämlich oft genau von Träumen, wie ich sie dir gerade geschildert habe. Die bekommen dann das Wissen auf einer feinstofflichen Ebene sozusagen in ihr System gespult. Das Problem ist jetzt nur, ob sie das auch tatsächlich in ihr Bewusstsein wieder mit rübernehmen können. Ja? Und dafür brauchen sie eben eigentlich ein ausgeprägteres Traumgedächtnis, eine Traumerinnerungsfähigkeit. Ist wieder eine andere Geschichte. Ja? Und so gibt es viele, viele unterschiedliche Fähigkeiten, die du dir im Laufe deines Lebens aneignen kannst, die du erlernen kannst und die du bis zu einem gewissen Grad vielleicht in vorhergegangenen Leben schon einmal hattest. Das heißt, das Problem, das das Geistwesen dieser äußeren Welt wirklich hat, ist tatsächlich das Problem des Vergessens. Es hat viele Fähigkeiten schon einmal besessen, hat aber vergessen, dass es sie hatte und hat vergessen, dass es sie anwenden kann. Wenn nun das Geistwesen in dem Aufstiegsprozess wieder feinstofflicher wird und sozusagen dein Geist sich wieder mehr erleuchtet, dann kommen diese Erinnerungen wieder zurück ins Bewusstsein. Das heißt, du kannst dann auf diese Fähigkeiten viel einfacher zugreifen, als wenn du sie zum Beispiel zum ersten Mal erlernen müsstest. Ja? Das heißt, für dich ist, wenn du dein spirituelles Potenzial tatsächlich ausschöpfen möchtest, ein ganz wesentlicher Punkt darin, einfach mal herauszufinden, was du denn eigentlich schon kannst. Finde heraus, was deine Gaben sind und ich verspreche dir, dass du dein eigenes spirituelles Erleben, deine geistige Reise auf eine viel höhere Stufe bringen kannst, als es ohne dieses Hintergrundwissen der Fall ist. Dann gehen wir zum zweiten Tipp, den ich für dich vorbereitet habe. Denn die Frage ist, wenn du nun weißt, was deine Gaben sind, was kannst du als nächstes tun? Und die Antwort besteht nun in dem einfachen Satz. Finde einen Meister oder guten Lehrer, der dich unterstützt, nämlich worin unterstützt, dich darin unterstützt, deine Gaben zu entfalten. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Viele denken, wenn sie einen Meister oder einen Lehrer suchen, ja, dass sie sozusagen so eine Art Übermensch brauchen, den Meister aller Klassen. Ja. Der ist allerdings ganz, ganz selten zu finden. In Wirklichkeit brauchst du einfach jemanden, der gelernt hat, wie er mit diesen Energien arbeiten kann. Denn jede geistige Kraft, die du hast, ist auch mit einem energetischen Zentrum in deinem Energiekörper verbunden.
heißt, jede geistige Fähigkeit hat ein oder mehrere Chakren, in denen es sich manifestiert, aus denen es sozusagen heraus entfaltet werden kann. Wenn du jemanden hast, der eine fähige Reiki-Anwender ist, vorzugsweise im dritten Grad, das heißt, dass er auf der Meisterebene bereits operieren kann, der ist dazu in der Lage, tatsächlich über die Feinfühligkeit, die ihm durch seine eigene Einwirkungslehre mitgegeben worden ist, herauszufinden, welche Chakren bei dir besonders aktiv sind. Daher kann er bereits Anleitungen treffen, wie du arbeiten kannst, um diese Fähigkeiten weiter zu kultivieren. Das heißt, auch wenn du eine spezifische geistige Fähigkeit hervorbringen möchtest und aber gerade kein sozusagen spezifischer Übermeister vorhanden ist, ja, dann reicht es, wenn du einen guten Energetiker findest, einen guten Humanenergetiker findest, einen guten Reiki-Anwender findest, der dich auf dieser Ebene bereits unterstützen kann. Und hier sehen wir, es gibt sozusagen auch ein paar unterschiedliche Meisterschaftsbegriffe, auf die wir eigentlich kurz eingehen müssten. Ja. Es gibt sozusagen diesen absoluten Meister, diesen Meisterschaftsanspruch, wie er bei uns sozusagen im westlichen Denken verbreitet ist. Und das ist der Meister, den niemand für sich selber in Anspruch nehmen kann. Das ist ein Titel, der mehr oder weniger von anderen, von Schülern verliehen wird, um einfach ihren Lehrer sozusagen zu ehren und zu sagen, du bist eigentlich nicht nur unser Lehrer, sondern du bist über dieser Stufe des Lehrers angesiedelt. Das ist also eine Art von Ehrerbietung. Deshalb kann sich niemand sozusagen einfordern. Das ist ganz wichtig. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch diesen relativen Meister, nenne ich das mal. Ja. Der relative Meister ist einer, der eben im Verhältnis zu dir schon ein bisschen weiter gekommen ist auf seinem eigenen geistigen Weg. Und zwar so viel, dass er dir aktiv dabei helfen kann, die nächste Stufe für dich zu gehen. Und das Ziel dieses Meisters ist es ganz konkret, dass du besser wirst als er. Das bedeutet also, dass du in deiner Entwicklung weiterkommst als er. Und dadurch ist dann das Ziel seiner Meisterschaft unter Anführungszeichen sozusagen erfüllt. Und dann, ab dem Moment, hörst du auf, sein Schüler zu sein und er hört praktisch auf, der Meister zu sein. Aber diese Beziehung endet sozusagen nicht bei einem, nicht wie eine dramatische Trennung oder irgendwas, sondern diese Art des Lernprozesses ist dann, wenn du deinen Meister übertroffen hast, einfach fertig. Und du kannst dann sozusagen damit beginnen, dieses Wissen wieder an andere, nämlich deine Schüler, weiterzugeben. Gleichzeitig gilt hier auf dieser Ebene des relativen Meisterschaftsverständnisses, wie es auch in vielen Bereichen der asiatischen Philosophie, auch in den Zen-Klöstern, auch in den buddhistischen Klöstern teils anzutreffen ist, ist es eben so, ja. So, jetzt habe ich den Faden ein wenig verloren. Ist es eben so, dass du eben tatsächlich mehr oder minder halt einen bestimmten Lerneffekt erzielen möchtest. Wenn du diesen Lerneffekt erzielt hast, kannst du ihn an andere weitergeben. Ja? Das ist also ein springender und wesentlicher Punkt. Das bedeutet also, die Frage ist nur, wenn du einen Meister oder guten Lehrer gefunden hast, ja, was ist denn dessen Interesse? Was ist dessen Ziel? Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig, denn dadurch kannst du den wahren Meister vom Pseudomeister unterscheiden. Der Pseudomeister stellt sich meistens hin und sagt, wow, schaut mal alle her, wie erleuchtet ich bin, und textet dich zu. Der wahre Meister dagegen schaut sich mal an, was brauchst du denn eigentlich? Auf welche Ebene stehst du gerade und was ist dein Anspruch an mich? Und kann ich diesem Anspruch gerecht werden? Wenn ja, dann lädt er dich ein, sein Schüler zu werden. Und hier gilt eben auch, auf dieser Ebene dieses asiatischen Meisterschaftsverständnisses, jeder, der lehrt, lernt immer auch dabei und jeder, der lernt, lehrt auch immer gleichzeitig weiter. Das bedeutet also, dass jeder, der bei einem Meister, bei einem Lehrer in die Lehre geht und dort diese Techniken und Fähigkeiten von ihm zu lernen gedenkt, der lehrt gleichzeitig auch diesen Lehrer und der kann dann auch wieder ein Stück weiterkommen aus seinem eigenen geistigen Weg. Das heißt, wir schaffen dadurch eine spirituelle Win-Win-Situation, in der jeder den anderen weiterbringt. Jeder ist gleichzeitig ein Lehrer und jeder ist gleichzeitig ein Lernender. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das heißt, es geht nicht um ein hierarchisches sozusagen Verständnis, es geht um eine Zweckhierarchie, die mehr oder weniger das Ziel hat, ja, der Entwicklung, der Entfaltung der eigenen Kräfte, der eigenen Geisteskräfte, aber auch des eigenen Wissens und Hintergrundwissens zu dienen. So, und was ist nun der dritte wertvolle Tipp, den ich für dich habe, wenn es darum geht, deine eigene Geisteskraft zu entfalten? Diesen Tipp schauen wir uns auch gleich an. Und zwar, er ist dann sozusagen das Ziel, um das es eigentlich geht, nämlich geh deinen eigenen geistigen Weg. Im Endeffekt, kein wahrer Meister wird von dir fordern, sich irgendeiner Schule sozusagen anzuschließen. Keiner wird von dir fordern, eine bestimmte Tradition unbedingt verfolgen zu müssen. Jeder Meister lehrt dich gerne das, was du wissen willst oder wissen musst, um selber weiterzukommen. Ja? Aber niemand, der wahrer Meister ist, zwingt dir irgendetwas auf. Sondern das Prinzip der Freiheit wird dieser Meister immer ehren und immer schützen. Und das ist auch ein ganz, ganz wesentliches Kriterium, wie du die Qualität eines Lehrers tatsächlich einschätzen kannst. Ist es ein Typ oder eine Person, der einfach sozusagen sein Konzept an dich weitergeben möchte? Oder gibt er dir vielmehr selber Bausteine in die Hand, mit deren Hilfe du den Tempel deines Lebens gezielt und strukturiert aufbauen kannst? Und diese Art von Meister, die brauchst du unbedingt. Ja? Jemanden, der tatsächlich erstens dazu in der Lage ist, dich weiterzubringen
und zweitens, der das auch aus einer intrinsischen, starken Motivation heraus betreibt. Ja? Nicht nur, damit du in seine Schule kommst, sondern damit du auf deinem eigenen geistigen Weg tatsächlich weiterkommst. Hey, ich hoffe, mit dieser Geschichte habe ich dir schon ein wenig weitergeholfen auf deinem eigenen geistigen Weg. Mich würde es freuen, wenn dir das Video gefallen hat, dass du mir ein Like oder Kommentar hinterlässt. Besuch uns auch auf den Seiten der Hohen Feste deiner Mystischen Academy, denn dort findest du noch viel, viel mehr geilen, spirituellen Content, der dich hoffentlich weiterbringt. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir das Beste. Wir sehen uns, wenn du willst, im nächsten Video wieder oder in den heiligen Hallen der Hohen Feste deiner Mystischen Academy. Alles Gute und ciao dabei!